Customer Experiences zu gestalten bedeutet, am Ball zu bleiben, denn Kunden werden anspruchsvoller. Ihre Bedürfnisse, ihre Erwartungen passen sich an. Daher ist es besonders wichtig, dass Expertinnen und Experten Gefäße finden, in denen sie sich untereinander austauschen können. Ein solches Gefäß hat Martina Bühler geschaffen mit einer Community für B2B Digital Marketing und Branding. Hallo Martina, schön, dass du mit uns heute hier bist. Ja, hallo Sarah. Martina, erzähl uns doch mal, wie du zu dem Thema kamst. Ja, vielen Dank, Sarah, darf ich hier mit dabei sein. Ich komme aus einem ähnlichen Hintergrund wie die meisten von euch. Ich habe an der Hochschule Luzern den Master absolviert in Online-Business und Marketing. Das ist jetzt bereits 4 Jahre her, wo ich abgeschlossen habe und bin danach im Startup-Bereich gelandet habe. Zuerst selber mit ein paar Freunden der Hochschule Luzern übrigens ein Startup gegründet, das ich Teilzeit geführt habe, eine Kunstplattform. Und daneben war ich seit Anfang an beim Fintech Loanbooks mit dabei und habe da immer von Anfang an das Kommunikation, Branding, Marketing betrieben. Insofern ist das Thema für mich seit Jahren auf der Agenda ganz weit oben und ist natürlich auch unglaublich wichtig, dass ich mich damit gut auseinandersetze und dass ich den Trends folge. Gerade als Startup kann man auch nicht immer das Gleiche bringen, sondern muss alles sehr, sehr frisch sein. Und das war eigentlich der Hintergrund, wieso ich gesagt habe, hey, mir fehlt ein bisschen der Austausch. Bei uns im Unternehmen sind wir sehr viele Entwickler natürlich, Business Developer etc., aber weniger Leute im Marketingbereich. Ich habe meinen eigenen Freundeskreis, klar, auch viele, die im Marketing unterwegs sind, aber ich habe gedacht, wahrscheinlich fehlt das nicht nur mir, diese Austauschplattform, damit man eben möglichst auch profitieren kann von den Learnings, die andere Leute machen, international je nachdem auch, und spezifisch eben auch in diesem B2B-Bereich. Habe da nichts Passendes gefunden und einfach gefunden, komm, ich rufe mal ein Meetup ins Leben und schau mal, ob das was ist, was nur mich interessiert oder ob ich da eine Community finde, die das gleiche Bedürfnis hat. Ja, und es scheint so, als wäre dir das ja auch gelungen. Zumindest ich kann sagen, ich war mal bei einem Meetup dabei und für mich war es eine gelungene Experience. Daher freut es mich auch, dass du mit uns, mit den Studierenden an der HSLU im Modul CX jetzt zusammenarbeiten möchtest, um auf beiden Ebenen ein Projekt zu starten. Auf beiden Ebenen, das heißt, inhaltlich geht es um Marketing, also um etwas sehr Kundennahes per Definition. Und gleichzeitig geht es auf Metaebene natürlich um die Experience dieser Community. Kannst du uns da noch ein bisschen was erzählen, was die Community macht? Sehr gerne. Die Community habe ich ziemlich genau vor einem Jahr, bisschen mehr als vor einem Jahr ins Leben gerufen. Natürlich mit dem klaren Hintergrund, dass wir uns austauschen können, Netzwerk fördern, sich vor Ort treffen und daneben auch das Know-how fördern. Wir wissen alle, es ist nicht ganz so gekommen, wie wir das alle vor einem Jahr geglaubt haben. Das erste Meetup konnten wir effektiv vor Ort durchführen, waren auch circa 50 Leute. Ich war unglaublich überrascht, weil ich das ja eigentlich nur über diese Plattform damals gepusht habe und nichts mehr dazu gemacht habe. Und seither haben wir es natürlich jetzt auf die Online-Kanäle übertragen. Wir haben Ende Februar das nächste. Siebte Meetup inzwischen schon, sind jetzt in einem circa 6-wöchigen Rhythmus, treffen uns in einer kompakten 1 bis 1,5 Stunden Veranstaltung, wo wir jeweils zu einem Thema uns austauschen. Es gibt meistens ein Input-Referat, je nachdem gibt es aber auch eine Panel-Diskussion und danach ist wirklich der größte Teil auf Diskussion ausgelegt. Und das ist eigentlich da, wo wir im Moment stehen. Sehr viel online. Gibt daneben natürlich auch eine LinkedIn-Gruppe, wo man sich austauschen kann. Ist aber nicht so, dass diese LinkedIn-Gruppe extrem aktiv ist. Also wo wirklich wir uns treffen und austauschen, das ist dieses circa all 6-wöchige Meetup online im Moment. Du hast es schon ein bisschen angesprochen. Es gibt die eine oder andere Herausforderung, wenn man eine Community managen möchte. Was ist denn dir dabei wichtig oder welche Themen möchtest du denn als nächstes angehen?
Also generell ist mir sehr wichtig, dass es authentisch ist. Es ist nichts, was ich aus kommerziellen Zwecken mache, überhaupt nicht, sondern es soll Mehrwert bieten für die Community, also wirklich für die anderen Marketers. Und insofern gibt es auch keinen ganz klaren Schema oder im Moment gibt es kein Konzept, das wir haben, wo wir sagen, okay, nach diesem Schema werden wir die Meetups jeweils durchführen. Sondern ich inspiriere mich, welche Themen sind im Moment gerade im Trend, welche Themen bewegen mich, was habe ich das Gefühl, ist etwas, was andere Leute interessiert, und danach wähle ich die Themen aus. Ich denke aber, da könnte man einiges mehr machen. Sei es einerseits, welche Themen sind wirklich gerade interessant, vielleicht auch mehr in die Tiefe gehen, das Konzept überarbeiten, mit mehr Referenten vielleicht auch aus anderen Ländern dazu holen, es größer aufbauen etc. Ich glaube, es gibt extrem viel Potenzial. Im Moment sind wir meistens so circa 20 bis 25 Leute in einem sehr guten Austausch. Ich denke, da gibt es noch einiges. Oder auch, damit wir vielleicht auf LinkedIn ein bisschen aktiver sind und nicht nur die Meetups selbst als Punkt haben, wo wir uns austauschen, sondern auch dazwischen ein bisschen eine aktivere Community pflegen können. Das wäre so ein bisschen mein Wunsch für dieses Meetup, genau. Ja, das ist doch eine gute Herausforderung. Und wenn du sagst, da könnte man noch mehr machen, da geht noch mehr, das ist auch etwas, das wir im Zusammenhang mit Customer Experience sehr häufig hören. Und da setzen wir gerne mit einer Gruppe engagierten Studierenden in diesem Frühjahrssemester an und schauen, wie wir da ein feines Konzept für die B2B Digital Marketing und Branding Community erstellen können. Martina, nochmal herzlichen Dank, dass du dabei bist, dass du mitmachst, dass du ein spannendes Projekt einbringst. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Super, ich freue mich auch. Bis bald. Mehr zu diesem Projekt und mehr zu Customer Experience allgemein findet ihr natürlich auf diesem Kanal. Vielen Dank an der Stelle fürs Reinhören. Wir hören uns wieder.